Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. So, wir sind ja eigentlich noch beschäftigt mit allen möglichen Krimselkramsel, aber ich sag mal so, wir haben ja heute Abend ein klitzekleines Date und dieses Date wollen wir natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Und ja, deswegen machen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen den Holzzaun, damit wir jetzt nicht zu weit weggehen, weil wenn ich jetzt zu weit weggehe, na, bis 19 Uhr, ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder nicht, ne? Und wir haben ja hier sowieso noch ein bisschen was zu tun, wir haben ja hier unseren Holzzaun, unsere Holzpalisade angefangen. Eigentlich wollte ich jetzt noch mal ein paar Dorfbewohner holen und schon mal die nächsten Häuser ansetzen und so, aber ja gut. Machen wir halt erstmal unsere Palisade einfach ein bisschen weiter. Ist ja nicht weiter wild. So. Gibt ja auch Baupunkte. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann hier jetzt auch die nächste Häuserzeile aufbauen. Weil wir wollen hier noch mehr Leute haben. Denn mehr Leute heißt mehr Arbeitsplätze, die ich besetzen kann. Ich habe ja hier immer noch viele Arbeitsplätze überhaupt nicht besetzt. Und ja, da müssen wir dann mal gucken, dass wir die jetzt auch mal langsam so ein bisschen besetzt kriegen. Wir haben ja auch noch ordentlich Steine da, so ist es nicht. Also an Steinen dürfte es nicht mangeln. Wir haben jetzt mittlerweile sogar schon 370 noch drin. Ich denke mal, damit dürften wir ein paar Steinhäuserchen nochmal machen können. Kalkstein dürften wir eigentlich auch ordentlich wieder drin haben. Ja, fast 100. Ist in Ordnung. Deswegen, ja, müssen wir gucken. Aber erstmal machen wir jetzt halt erstmal so, um die Zeit so ein bisschen totzuschlagen, die Arbeit der Mauer. Und dann müssen wir mal schauen. Zwischendrin sollte ich vielleicht auch ab und zu mal auf die Karte gucken. Jetzt ist schon 14 Uhr, also zwei Stunden um. Oh. Seit ich das letzte Mal auf dem Stand geguckt habe. Na, schauen wir doch mal. So. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal, dass ich da hinten das Eck da so ein bisschen fertig kriege. Und wie gesagt, Marktstand, jetzt wo ich ihn verstanden habe, deutlich geiler. Mal gucken, ob wir den noch besser hinkriegen. Na, hier könnte man eigentlich auch nochmal einen hinstellen. Mal gucken. Hier hinten haben wir jetzt halt auch noch ein bisschen Freiraum. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir hier vielleicht Kisten oder irgendwas möchte ich hier hinten hinstellen, dass das dann halt auch so sieht. Dass man dann hier auch die Waren lagern tut. Auch wenn es jetzt so Dekokisten wären oder so. Reicht ja schon. So. Die Ecke ist jetzt soweit schon mal fertig. Hier weiß ich noch nicht, wie weit ich jetzt hier noch reingehen werde und wie weit nicht. Das entscheidet sich ja, wenn dann die Dynastie dann so weiter fertig wird. Raus. Aber jetzt machen wir hier erstmal nochmal Palisade. In die Richtung fertig. So. Das sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz gut aus. Es irritiert jetzt, dass ich immer meine Frau auf der Minimap sehe. Ich weiß, wo mein Haus wohnt. Aber schön, dass es geklappt hat. Schön, dass es geklappt hat. Ist jetzt aber eigentlich die Frage, zieht sie denn nicht eigentlich auch bei mir ein? Eigentlich müsste sie doch jetzt auch bei mir eingezogen sein, ne? Oder? Jetzt gucken wir mal. Ach, sie wird mir sogar rot angezeigt. Okay. Einfaches Haus. Ja gut, sie ist bei mir mit eingezogen. Das heißt, wir haben ein weiteres leerstehendes Haus. Mit Haus meiner Frau ist es ja nicht mehr. Weil da ist ja jetzt keiner mehr drinne. In dem einfachen Haus. Cool, dann haben wir sogar drei Häuser, die jetzt insgesamt leer sind. Ja, das heißt, 6 Leute können wir uns anschaffen. Optimal. Optimal.
Cool, dass sie dann gleich auch mit bei mir eingezogen ist. Ich hätte jetzt nur so gedacht, okay, nicht, dass sie jetzt bei uns, also ich bei ihr jetzt eingezogen bin. Das hätte ja auch gehen können. Aber gut. So, dann wollen wir hier erstmal die Stämme weiter verteilen. So. Oh, da werde ich aber viel brauchen. Da habe ich schon gesehen, es gibt ja auch sowas wie Baumeister. Ich gehe mal davon aus, dass die dann genau dasselbe machen werden wie bei... wie bei der Scheune. Da sagt man dann einfach nur, hier habt ihr Hämmer. Hier, ich skizziere euch das Ganze mal ein. Macht fertig. Und dann gehen die hin und bauen dir das ganz fix fertig. Ich glaube, das wäre sowieso dann geiler, wenn wir dann nachher den Zaun wirklich fertig machen wollen. Weil es wäre dann auch deutlich einfacher. Dann schickst du da halt so 10 Leute lang und dann sagst du so, jo, ihr macht jetzt mal hier den Zaun. Legt los. Na? Das wäre eigentlich ganz cool. Aber ich bin echt gespannt, wie sie sich dann noch mit der Mine verhalten und. Ich könnte ja mal kurz gucken, wie weit sind wir jetzt in der Technologie für die Mine? Es dauert noch. Es fehlen noch ein paar Pünktchen. Ja gut, aber wir müssen weiter bauen. Wir müssen einfach nur bauen. Bauen. Wir hören nicht mehr auf zu bauen. Jeder baut Fortschritt. Hilft. So. Und ich möchte halt auch noch Lampen... Ich möchte so vieles hier in diesem Spiel haben. Das ist schlimm. Noch keine Ressourcen. Noch nicht mal ein anständiges Dörfchen. Aber hey, ich will haben. So. Na, wir kommen aber dem Lagern immer schon ein Stückchen näher. Immer ein weiteres Stückchen. So, dann schauen wir mal. Nochmal Holzstämme. Nochmal 40 Stück hier. Die verbrauche ich jetzt aber ordentlich. Ich darf aber nicht unter 200 gehen. Und ich sollte nochmal gucken, wie spät es ist. Oh, 16 Uhr. Noch 3 Stunden. Uiuiuiuiuiui. Oh Gott, ey. Da fühlt man sich so wie so ein kleiner Knirps. Bei seinem ersten Date. Schlimm. Gut, aber jetzt machen wir hier erstmal Balisade weiter. Bin mal echt gespannt. Ob das jetzt schon so ausreicht, einen Erben zu zeugen. Weil es ist ja unsere Quest. Und wenn er 18 ist, das heißt, er braucht 18 Jahre, um die Dynastie fortzusetzen. Bin mal gespannt, wann wir eigentlich an Altersschwäche sterben. Also Mindestalter war ja damals nicht so cool oder so gut, weil halt Medizin war ja noch nicht so gut. Das heißt so, ja, wenn man gut war, dann hat man ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als andere gekriegt, aber... Mich würde wirklich interessieren, was ist jetzt hier das Mindestalter? Ab wann bin ich ein so klapprig alter Mann, dass ich auch nichts mehr machen kann? Falle ich dann einfach nur in Schlaf? Oder passiert das, wenn quasi unser Sohn dann 18 ist und zack, du bist wieder jung? Oder das wird nochmal richtig interessant. Gut, es ist zwar jetzt nur eine Nebensache, aber es sind halt so Fragen, die ich mir dann immer so stelle, so, die mich dann auch so ein bisschen mehr interessieren. Aber na gut. So. Na, so, schon bald bei der Fischerhütte hier.
Das auch als Baufortschritt zählt, eigentlich müsste es, ne? Bin ich eigentlich schon Kräuterhütchen 2? Nee, nee, Kräuterhütte 2 noch längst nicht, noch längst nicht. Weil die passt ja jetzt momentan hier nicht mehr so ganz rein in das Ganze. Oh, Alter, haben wir aber gut schon Holz weggehauen, ne? Da kann man mal sehen, wie schnell das geht, wenn man mal richtig hier ein bisschen Baufortschritt macht. Wie viel Holz man dann schnell mal weggehauen hat. In Nu. Ich muss sowieso noch mal gucken. Wir haben Jahreswechsel und ich habe noch nicht nach dem Werkzeug geschaut. Ich sollte unbedingt noch mal nach dem Werkzeug schauen. Was sagt die Uhr? 17 Uhr. Na, wir haben es gleich 18 Uhr. In-Game-Zeit. Das heißt, wir haben noch ein gutes Stündchen. Sollte unsere Angebetete dann natürlich auch nicht warten lassen. Und ich muss ja jetzt mein Haus auch verkleiden mit... Sie soll ja nicht frieren im Winter. Das müssen wir auch besser dämmen. Oh, so viel zu tun, so viel zu tun, so viel zu tun. Oh, es ist 18 Uhr und die Arbeit wird eingestellt. Okay, Feierabend. Ich habe so die Feierabendpfeife noch nicht gehört, aber... Okay. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Werkzeug. Wir haben noch eine Bronzehacke. Die ist aber auch schon ein bisschen angedütscht. Bronzene Axt ist auch ein bisschen angedütscht. Hämmer nehmen sie nicht. Wir haben noch ein paar Säckchen. Wir haben noch eine Eisenschaufel. Eisensense wurde noch nicht mal angefasst. Holzschaufel auch nicht. Entschuldigung. Aber da ging mir der Nieser durch. Steinäxte haben wir noch 24. Steinspitzhacken haben wir noch 19. Steinmesser haben wir nur noch 4. Gut, es geht mal wieder um die bösen, bösen Steinmesser. Muss mal kurz ein paar Steinmesser machen. Das geht so nicht anders. Das heißt, ich nehme mal zwei. Ja, komm, wir können eigentlich mal 500 rausnehmen, ne? So, dann nehmen wir uns mal 500. Ich nehme jetzt auch mal den ganzen Stein mit. Das ist ja Handarbeit. Dann machen wir nämlich hier einmal 100 Steinmesser. Punkt genau. Die dürften doch eine ganze Weile reichen. Waren jetzt 500 Stöcke. Jetzt kann ich hier nochmal die restlichen Steinchen reinschmeißen. Und die ganzen Steinmesserchen. Weil unsere Jäger, die verbrauchen ganz schön viele Messerchen, ne? Gut, was sagt die Uhr? Das ist schon eine halbe Stunde zu früh, aber... Heich! Willst du einen kleinen Schluck? Ich kann teilen. Das weiß ich zu schätzen. Ja, Romantik. Bereit, ein Kind zu bekommen. 19 Uhr. Ach, nach 19 Uhr. Okay, das Spiel sagt... Du musst dich an Zeiten halten. Gut. Dann nehme ich jetzt hier mal die letzten 29 Holzstämme raus. Dann haben wir genau noch 200 Holzstämme übrig. Die verarbeiten wir jetzt noch. In unsere Palisade. Kommen wir zwar nicht ganz bis zur Fischhütte mit, aber egal. Okay, es geht mir vorhin noch der Hammer sogar kaputt, weil ich nicht drauf geachtet habe. Schnell nochmal einen Hammer holen. Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist denn der Hammer? Bin ich blind? Da ist er. So, dann müssen wir nochmal gucken. Na, noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten. So, aber wir kriegen das Holz wenigstens noch verarbeitet hier. Komm. Das geht doch schnell.
kommt der Rasemodus hier und dann klappt das noch schneller. So. Gut, und das war's und dann müsste es jetzt auch nach 19 Uhr sein. Das heißt, wir machen uns nochmal frisch. Ich gehe sogar nochmal baden. So. Wir wollen ja sauber da ankommen. Nee, das ist sie nicht. Sie ist zu Hause. So. How is life treating you? Gut. Romantik. Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Was denkst du? Es gibt nichts, worüber wir nachdenken müssen. Nimm mich, du Hengst. Ich liebe dich. Okay. Hat er denn geklappt? Oder müssen wir nochmal? Wir sind Steinbefruchter. Okay. Gut. Dann mach's gut. So, wir haben doch auch hoffentlich Platz für den Söhnemann, ne? Ja doch, wir haben hier noch Platz. Wir haben hier noch Platz. Das heißt, ich könnte jetzt mal kurz, machen wir was anderes. Ich werde mal kurz das Kalkstein rausnehmen. Dann den Hammer schwingen und einmal verputzen. Denn an meinem Söhnchen soll ja nichts fehlen. Das heißt, wir verputzen jetzt hier unser schönes Häuschen nochmal kurz. Das muss doch wieder dicht werden hier. Kann ja nicht sein, dass wir hier unser Söhnemännchen hier nicht in einem schönen, trockenen Häuschen zeugen können. Na, trocken ist es bestimmt, aber es muss jetzt ja auch ein 1A-Häuschen werden. No? Das heißt, wir hauen jetzt hier nochmal ordentlich drauf. So. Das reicht gerade so für unser Häuschen hier. Im Ganzen. Okay. Müsste jetzt alles verputzt sein, so wie es aussieht. Sieht's gut aus. Gut, dann können wir nochmal gucken. Hier hinten bei unserer kleinen Wohnstraße. Ob wir hier noch irgendwo was hatten. Nee, hier ist alles schön verputzt. Ich hatte sogar schon, glaube ich, da unten angefangen. Wenn ich mich recht erinnere, oder? Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Jetzt geht's los. Nee, hier unten hatte ich nicht weiter angefangen. Na denn? Da putzen wir mal weiter. Auch wenn das jetzt hier nicht ganz fertig verputzt werden kann. Ah ne, ich hätte erstmal da oben noch ansetzen müssen, ne? Jetzt ist sowieso egal, jetzt habe ich überall was reingeschmissen. So, verputzt ist. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich auch neue Jäger. Dann schaue ich jetzt erstmal nach. Wir haben jetzt einen Tag verschwendet. Wir haben eine Arbeitsgehilfe weniger. Wie sehen die Felder aus? Okay, hier wurde sogar schon gedüngt. Hier fehlt noch Samen. Hier muss noch geerntet werden und gedüngt. Hier fehlen die Samen. Hier wird gerade weiter vorbereitet. Okay. Wie sehen eigentlich meine Bäumchen aus? Ja, meine Bäumchen, Kirschbaum hat noch keinen Millimeter gewachsen. Das wird wohl wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern. Aber stört mich nicht. Mal gucken, wie lange die noch brauchen. Ein Birnbaum. Wie viel die nachher auch noch an Ertrag geben. Das interessiert mich ja auch nochmal.
Ja gut, das heißt, bis jetzt könnten die es eigentlich schaffen. Aber sie könnten trotzdem nochmal eine weitere Scheunenkraft brauchen. So wie es aussieht. Weil hier sind jetzt nur noch zwei. Warum sind denn hier jetzt eigentlich nur noch zwei Landwirte? Ich schau mal kurz in die Scheune. Landwirtschaft, es sind aber drei. Gut, wir könnten sowieso noch drei weitere dazu packen, ne? Aber. Samen erforderlich. Okay, der Mohn ist auch fertig. Der blüht ja auch gar nicht mehr so schön. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben sechs Leute noch übrig, die wir hier jetzt noch uns reinholen können. Hole ich mir kurz was zu essen. Und dann heißt es rekrutieren. Wir gehen dann die Dörfer nochmal ein bisschen durch. Das heißt, ich nehme mir jetzt erstmal eine gute Mahlzeit mit, die ich jetzt mal essen kann. Kohl auf gar keinen Fall. Boah. 79 rote Beete. 73 verdorbenes, also viel ist nicht verdorben. Ich nehme noch mal ein bisschen Trockenfleisch fürs jetzt raus. Und dann halt noch mal meine Karotten. Na, die sind auch schon vergiftet. Gut, da kann ich noch mal meine Standard 20 Stück. Die dürften reichen. Das heißt, ich kann mich jetzt hier einmal kurz K.O. fressen mit ganz viel Trockenfleisch. So, esse ich auch komplett auf. Ich bin sogar noch ein Pflaumensaft. Vier Nahrung, zwei Wasser. Gammelt nicht. Nee, aber packe ich jetzt da rein. Ansonsten habe ich jetzt nur noch einen Stock bei, aber der ist nicht so wichtig. Würde mich jetzt mal noch interessieren. Wir haben ja jetzt unseren Marktschreier eingestellt. Ist jetzt hier... Ja, es sind schon 200 Münzen in der Truhe. Ja, es ist mega cool. Das heißt, ich muss echt nicht mehr hin und her laufen, um die ganzen Säckchen zu verkaufen. Aber wir brauchen auf jeden Fall, damit unsere Aufgaben hier wirklich gut weiter verteilt sind, auf jeden Fall mehr Leute. Weil ohne die geht's ja nicht. Und ja. Das heißt, wir schauen mal, dass wir hier noch ein paar Leute finden, die erstmal den Mutterschaftsurlaub überstehen. So. Dann bin ich mal gespannt. 2 Jahre stand da ja dann. Sind sie dann im Mutterschaftsurlaub. Und wir produzieren immer mehr Mütter. Das müssen wir jetzt gucken, dass wir das so ein bisschen auffangen. Das heißt, auf jeden Fall brauchen wir nochmal ein größeres Dörfchen. Und vor allen Dingen viel mehr Häuser, die wir aufstellen müssen. Aber jetzt erstmal die 6, die wir jetzt da reinkriegen können, die nehmen wir uns jetzt mit. So. Gut, hier sind gleich 3 Stück. Okay. Sibur. Siedlung rekrutiert. Egal, was du kannst. Rekrutiert. Und rekrutiert. So, jetzt haben wir 3 neue Leute. Diese 3 kriegen jetzt aber auch noch eine Verwaltungsaufgabe. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal... Ah, jetzt. So, Sibor, warum bist du... Also, worin bist du gut? Du bist sehr gut im Jagen und gut in der Diplomatie. Das heißt, wir hätten schon mal einen Ersatzjäger für dich. So, dann darfst du hier... zack, und Arbeitslot jagen. Das heißt, hier in der Jagdhütte darfst du mitjagen gehen. Du bist nämlich jetzt Jäger vom Beruf. Gut, das haben wir. Dann haben wir hier... ja, das sieht aus wie ein Bergarbeiterin.
bei 3 würde ich auch definitiv sagen. Und er kann gar nichts. gut, wenn er gar nichts kann. Darfst du jetzt erstmal hier im alten Haus meiner Frau rein und dann wollen wir noch mal gucken. Wo stecken wir dich rein? Wir stecken dich erstmal in die Scheune. Auch du wirst Landwirt, die Leute brauchen mehr Hilfe. Dann lernst du jetzt den Landwirt, mein lieber Junge. So, du kriegst jetzt das nächste Haus. Komm, du darfst zum Sibor gehen und du bist halt eher ein, ja, Gräber in dem Sinne, ne? Ein Holzschuppen ist momentan eingebrochen. Wir könnten hier den anderen Grabungsschuppen wieder auffüllen erstmal. So, somit bist du Bergarbeiterin. So, dann schauen wir mal. Wir haben 24 Leute, 33 Bevölkerung und 24 Leute. Ja, 4 Kinder haben wir schon da. 4 ganze Kinder. Und denen fehlt es momentan an nichts. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. So, und 4 Mütter haben wir. Und es warten noch 3, 4, 5 weitere. Davon ist ja meine Frau auch eine. Oh. Gut, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir rennen jetzt nochmal schnell zum anderen Dorf hier hinten rüber. So, ich werde jetzt auch mal kurz wieder zur Armbrust wechseln. Das ist mir immer sicherer, mit der Armbrust durch die Gegend zu laufen. Viel sicherer. Und dann schauen wir mal. So, ich kann sogar noch mal ein bisschen Wasser trinken hier. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt noch so Schönes finden. Ich muss also, ich muss auch vorsichtig sein mit der Verwaltung auf jeden Fall. Nicht, dass ich mir jetzt hier jemanden anlache, der nachher nicht da reingehen kann. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch eine Frau, einen Mann und eine Frau. Gut. Das heißt, wir brauchen 2 Frauen und noch einen Kerl. Damit wir die Häuser so gut es geht ausbesetzt haben. Und schauen wir mal, was wir hier finden. 3 Leute haben wir zur Auswahl. Vielleicht passt das ja. Schauen wir mal. Oh, wir haben hier 3 Kerle. Das passt leider nicht. So, 26. Wie alt bist du? 23 und 29. Ich nehme jetzt einfach mal den 29er, weil er ein bisschen älter ist. Könnte er deutlich erfahrener sein. Ja, das hat gepasst. So, du wärst Bergarbeiter, du könntest aber auch guter Landwirt sein. Deswegen würde ich dich eher auf Landwirt setzen. Selbst im Fischen bist du sehr gut. Das ist ein wichtiges Multitalent, meine Güte. So, hier das letzte leere Haus. Und das heißt, ich brauche jetzt noch 2 Damen. Und da du ja so ein guter Landwirt bist, bist du auch in der Scheune zugewiesen. Und zwar als Landwirt. So, das heißt, ich bräuchte jetzt noch einen Landwirt, dann geht das auch wieder aufwärts. Ja komm, ein Dorf schaffen wir noch. Wenn ich mir das markiere ganz fix, dann schaffen wir noch ein Dorf. Jetzt brauche ich nämlich noch 2 Damen. 2 Damen brauche ich. Und wenn wir dann die 2 Damen haben, dann dürfte es auch passen. Bis erst. Dann müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir wieder Häuser bauen. Und dann neue Leute anheuern. Wir müssen ja jetzt wirklich mal gucken, dass jetzt auch wieder der ganze Ausfall von den ganzen schwangeren Frauen dann erstmal wieder ausgesetzt wird. Weil die sind ja jetzt 2 Jahre quasi beschäftigt. Und dementsprechend müssen wir ja jetzt auch gucken, dass wir die 2 Jahre überbrückt kriegen. Und es warten schon weitere. Das heißt, ich brauche mehr Häuser. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier ist aber nichts weiter.
Neues Gebäude freigeschaltet. Stall. Cool. Das ist cool. Stall hört sich gut an. So, Questen werde ich jetzt mal erstmal noch nicht annehmen, weil, wie gesagt, wir wollen jetzt gucken, dass wir unsere Leute dafür fertig kriegen. Und dann mal gucken, was wir jetzt hier für zwei Damen hoffentlich finden. Was sie denn bevorzugt können und was nicht. Und wir haben hier sogar eine Dame. Hallo. So, denn du bist engagiert. Ah, nee, sie gehört hier mit dazu. Und wir haben hier noch sonst noch zwei Kerle. Gut, dann darfst du aber jetzt erstmal... Ja, du könntest auch Landwirtin werden, ne? Also, So. Dann wirst du mein letzter Scheunknecht hier. Also mein letzter Landwirt. So. Haben wir wieder ein paar Landwirte. Das passt. Aber wir haben jetzt die Scheune freigeschaltet. Nee, den Stall. Hier können Reittiere gehalten werden. Ah, cool. Das heißt, wir müssen dann demnächst dann auch wirklich mal gucken, dass wir dann mal, wenn wir dann wieder die Schwangeren ausgeglichen haben, dass ich dann auch wirklich sage, okay, wir kümmern uns jetzt mal um die Tiere, weil das mit den Tieren interessiert mich halt auch. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Tabula Rasa und schauen, dass wir nochmal mehr Leute dazu ins Dorf kriegen. Spätestens für den Winter. Dann laufe ich halt wieder mit dem Winter hier kurz einmal durch. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Macht uns ja nichts aus. Wir haben ja eigentlich schon gute Klamotten. Mittlerweile. So. Ne? Man sieht mein kleines Dörfchen da. So. Da haben wir auch die letzte Dame, oder? Jawohl. Du bist engagiert. So, und dann nochmal in die Verwaltung. Das letzte Hauslöttchen. Und was kannst du denn besonders gut? Guck mal an, du wärst doch eigentlich eine Jägerfrau, so teilweise. Haben wir noch einen Platz in der Jagdhütte frei? Wir haben noch einen Platz in der Jagdhütte frei. Da wird auch demnächst definitiv noch einer frei. Sogar zwei. Das heißt, Jäger wieder neu zugewiesen. Gut, hat geklappt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Ich laufe fix nach Hause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.